Tim, bitte. Oh Mann, das ist nicht. Ich flehe dir. Warum? Sag mal, warum? Ich hab... In der Nacht, als unser Hof verbrannt ist, bin ich fast gestorben. Wir haben gewusst, dass wir jetzt nur mal betteln gehen können. Für die Arbeit auf die Felder vom Nachbarbauern hat es ein Dach über den Kopf gegeben und eine warme Mahlzeit. Mehr hätten wir uns in unserer Not nicht wünschen können. Aber wir wollten das nicht akzeptieren. Das gehört so nicht mehr. Mit einem Schlag ist alles weg. Letzten Sommer ist es mir so gegangen. Das war eine Katastrophe. Es braucht eine Solidarität unter uns. Ja, ein offizielles Bündnis. Du mit deiner Spinnerei. Da mal die Bauern erst gerade los, dann kommst du mit dem daher. Wir müssen uns gegenseitig helfen. Recht hast, Franz. Lass dir nichts einreden von dem Sturschädel. Wer ist der Sturschädel, ha? Da wird doch keiner mittun. Wie stellt euch das vor? Wir kämpfen seit Jahrhunderten für unsere Freiheit. Wir lassen uns nicht mehr zwangsrekrutieren. Und ich das gesagt, Issa. Wir müssen das selber in die Hand nehmen. Als privater Verein. Und der Beitritt ist freiwillig. Ja. Nie im Leben schafft es das. Wie man das schafft, wir müssen uns allein trauen. Ja. Und jeder hilft mit, wenn es einen von den Insrigen trifft. So wie es sich gehört und anständige Leute. Morgen gehe ich zum Grafen und zeige ihm meinen Entwurf. Am nächsten Tag sind wir zum Grafen gegangen und haben uns nicht abbringen lassen. Über Jahre haben wir um die Brandversicherungen und jedes Detail verhandelt. Es war Pionierleistung. Mhm. 1825 war endlich genug Kapital beieinander. Und das erste Geschäftsjahr hat begonnen. Grüß dich, Lars. Grüß dich, Marie. 6 Gulden waren es für heuer. Mhm. Dankeschön. Vergelt's Gott. Dankeschön. So, dass es alle sehen können. Der Privatverein auf Gegenseitigkeit, der damals gegründet worden ist, hat vielen die Existenz gerettet. Kleine Beiträge hat jeder zahlt. Und wenn einem Mitglied ein Unglück passiert ist, dann hat man zusammengeholfen. Der Verein ist gewachsen und gewachsen. Sogar Südtirol und dem Trentino sind die Leute beigetreten. Mehr als die Hälfte der Mitglieder waren es bald. Bis der Erste Weltkrieg ausbrochen ist. Firma Gui! Das sind unsere Verträge. Seit fast 100 Jahren haben wir uns das durch harte Arbeit aufgebaut. Das ist unsere Existenz. La Repubblica Italiana chiede la consegna di tutti i contratti. Tutto ciò che accade sul nostro territorio appartiene anche a noi. Firma, ho detto. Als ob sie uns ein Stück Fleisch aus dem Leib gerissen hätten, so hat sich das angefühlt. Als sie zu unserem Direktor Hosp sind und ihn Südtirol und Trentino weggenommen haben. Ein größeres Unglück hätte es für den Verein nicht geben können. Eine dunkle Zeit ist anbrochen. Nach einem Unglück ist auch gleich das nächste gekommen. Nach dem Krieg haben die Leute elendiglich gelitten und rebelliert. Viele haben ihre Höfe und Häuser niederbrannt und in dem vom Verein ausbezahlten Geld ihre letzte Rettung gesehen. Viele haben gesagt, dass da nur mehr Wunder helfen kann.
Aber wir Tiroler sind zache Menschen. So hat der Verein neue Satzungen ausgearbeitet und die Versicherung Stück für Stück wieder aufgebaut. Zusammen haben wir überlegt, wie am besten erst gar keine Schäden oder Brände entstehen. Was uns nützlich, wert und teuer, sich an Volksgut häufte an, hüte vor dem Schadenfeuer jeder wahrhaft brave Mann. Im Dorf brennt's schon wieder! Setz dich auf deinen Platz! Wir bleiben da, so wie wir es geübt haben. Marie, du lest. Nicht mehr werde uns von neuer Brandnot täglich kundgetan. Sicher sein Haus und Scheuer künftig vor dem roten Hahn. Lasst schützen uns mit aller Kraft der lieben Heimatvolkswirtschaft. Jetzt blattelt's alle auf Seite 30 weiter und lest leise. Den Kindern in den Schulen haben wir gezeigt, was beim Brand zu tun ist. Und in den Gasthäusern haben wir Feuerschutzversammlungen abgehalten. 1930 haben sie die Tiroler Landesstelle für Brandverhütung gegründet und auf eine gute Partnerschaft mit den Feuerwehren gesetzt. So ist nach dem langen, kalten Dunkel endlich wieder die Sonne aufgegangen. 1935 haben wir das Stammhaus mitten im Herzen von Innsbruck erworben. Der erste richtige Firmensitz. Die Nazis waren auch bei uns. Als der Zweite Weltkrieg ausbrochen ist, haben sie überall auch unseren Direktor inhaftiert und einen von den ihrigen eingesetzt. Aber auch das haben wir überstanden. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ging es so richtig steil bergauf. Immer schneller und schneller hat sich die Zeit gerannt. Allerhand Neues haben wir uns einfallen lassen. Neue Versicherungen fürs Haus, drinnen und draußen. Die Handwerker, Geschäfte, Wirte und vieles mehr. Und mit der EU und der Jahrtausendwende haben wir den Markt in Südtirol und im Trentino wieder neu aufgebaut. Heute ist die Tiroler stärker und gesünder als je zuvor. Mit Wurzeln, die heben, auch wenn es noch so stürmt. Wir haben nie vergessen, wo wir herkommen. Ja, und stolz können wir drauf sein. Und mutig schauen wir auf das, wo wir hinwollen. Gegründet im Jahr 1821, schauen wir heute zurück auf unsere einzigartige, bewegte Geschichte und gehen weiter unseren Weg. Für unsere Leute in unserem Land.